Oh, fast den Brownie verloren. Sag ich doch, ist bei mir gerade auch passiert. Oh, hier. Freunde. Happiness Station. Gleich vollgesaugt. Egal, meine Mutter hat eine Waschmaschine. Ja, wir haben uns gerade, oder ich habe mich dazu entschieden. Heute ist Macro-Free Day. Einmal einen Erdbeerplunder bitte. Und ja, und einen davon. Ja, Kraft genau, rechnen. Die würde ich jetzt auch nehmen. Okay. Und sechs Quarkbällchen. Nee, ich glaube die Quarkbällchen größtenteils vertilgen. Denke ich mal. Die ganzen Zitronenkuchen. Dann nehmen wir 8. Natürlich 8. Aber noch Geld? Also kleines. Also 10. Zack, weg ist er. Ist das denn der Papagei? So, nachdem wir jetzt kurzfristig entschieden haben, dass heute Macro Free Day ist und schon Eis Intus haben, können wir das auch pausieren? Eigentlich ja, da unten. Chillen wir jetzt in der Sonne, hören uns die neue 3-Fragezeichen-Folge an. Schattenwelt. Und dazu gibt es noch ein bisschen Kuchen. Nach dem Eis bin ich jetzt noch so ein bisschen hungrig. Und jetzt gibt's was. Quarkbällchen, Rhabarber, Plunder oder was ist das? Streusel, Rhabarber und ein Erdbeerstück. Und Sonne und 3 Fragezeichen. Nachdem wir nun endlich das angekriegt haben. Auf geht's zum Cheat Meal Einkauf. Nicht Cheat Day, Cheat Meal. Nein, heute ist ja nur Macro Free Day. Cheat Day, Cheat Meal, was ist das? Ich fitte das alles in meine Macros. In die Infinity Macros. Wer kennt sie nicht? Ich habe neue Macros, die Infinity Macros. Parkst du extra das Auto weiter weg oder was? Ich park das Auto weiter weg, damit ich weiter gehen muss. Besser im Auge hast? Damit ich es besser, damit ich es richtig hart im Auge habe. Und damit du nicht so weit schleppen musst. Damit ich noch einen Euro finde. Und mir noch einen Fisherman's reinfall, weil ich glaube ich ein bisschen schlechten Atem erlitten habe. Was, hättest du den Mund nicht getroffen? So, auf geht's. Mal gucken, ob wir filmen können. Julia kann das ganz illegal machen. Wir brauchen auf jeden Fall Eis. Ganz wichtig. Ich Ben & Jerry schon gesehen. Ganz oben. Mein Bruder macht am liebsten Fairly Nuts. Schön. So. Für dich. Standardsorten. Da hinten ist noch eine neue. Was aber All or Nothing war. Das ist Schokolotto. Wie hart du das durchwühlst? Was? Wie hart du das durchwühlst? Riechen da rein! Gâteau au Chocolat. Ja, nimm dir mal. Schokoladenkuchen. Boah, wenn die so aussehen dann wie auf dem Bild da. Geil.
So eine Torte. Aber ich kann jetzt, also ich habe jetzt gar nicht was Bock. Ich habe jetzt eigentlich eher Bock auf was Deftiges, weil wir gerade süß hier gegessen haben. Nehmen wir mit. Ja, nehmen wir mit. So. Aber Quarkbällchen nehmen wir nicht mit, ne? Nee. Weißt du noch nicht, welches Eis ich nehme? Ganz normal der Cookie Dough? Oder mal ganz anders? Nimm doch mal Häagen-Dazs. Ist auch lange nicht mehr gehabt. Du willst ja lernen, Cheap. Cookies and Cream war wieder. Auch immer geil. Ja, nimm das doch. Blueberry. Kannst auch Belgian Chocolate nehmen. Ich glaube, ich nehme mal wieder Cookies and Cream. Das habe ich seit 100 Jahren nicht mehr gehabt. Das war, glaube ich, so mein erstes Eis, was ich so mal ausprobiert habe. Ich will das. Ja, Hello Kitty-Torte. Wo sind die bei der Blümchen-Torte? Ohne Mist, es gibt auch eine Benjamin Blümchen-Torte. Das ist Bibi Blocksberg. Alles schade. Wieso fallen dir die Augen aus? Es riecht so ein bisschen. Wonach? Nach crunchy und soft? Wo? Hier? Das geht nicht. Das habe ich auch wieder rausgefunden. Ah, da. Schoki. Schoki, let me take a look. Guck mal, du wolltest doch mal wieder Napo, oder nicht? Napo, nein. Nein, was wollen wir denn noch? Nippon. Das war das. Das ist Nippon. Ich dachte, du meintest Nappon. Nappo. Nee. Nippon haben wir mal gesagt. Dann war ich nicht dabei. Marabu-Schocken? Ja, die muss ja hier gewesen sein, da. Marabu? Oder die hier, Honigsalz, Mandel. Hört sich auch, hört sich auch geil an. Auf jeden Fall. Die nehmen wir mit. Was ist das? Milka Oreo magst du doch nicht. Oder? Drei Riegel, ja. Guck mal, jetzt doch wie die da. Dieser Mix. Ne, ich glaube Marabu haben die nicht, oder? Da hinten. Da gab es auch mal geile neue Sorten. Aber von was? Von Marabu? Ja. Da ist Aero. Luftschokolade. Weiß, da oben. Nee, nee, das meine ich nicht. Was ist denn Schoko-Nippon? Was ist denn da Unterschied? Keine Ahnung. Wie? Warte einfach mal gerne. So noch viel nehmen. Spargel, das königliche Gemüse und ihre Westfale. Eine wahrhaft köstliche Kombination. Ich finde sie geile Dosen. Gib's zur Pizza. So, hier ist nur die Spirituosenabteilung. Ist nichts für mich. Höchstens mal ein Bierchen. Jo. Ich würde mal sagen, das ist eine amtliche Grüße. Geil. Oh,
auch schön, so ein, wie viele Liter sind das? 4,5 Liter Johnny Walker. Geil. Karamellbrezeln von Arco. Ja, die sehen doch lecker aus. Ja, kostet auch ein bisschen was. Ich hoffe, die sind geil. So. Ja, dann reicht das glaube ich erstmal nicht. Ich glaube ich auch. Also für mich ist das wahrscheinlich schon wieder zu viel. Aber ich habe Mettenden. Mettenden, ja. Ah, du musst sie probieren. Ist das mal Ofensticks, ungarisch? Julia darf nie. Sind die gar nicht, ne? Nein, sind die auch nicht. Sind die Fake von De Beutler? Wenn niemand war. Nippon? Ich weiß gar nicht mehr. Also ich weiß noch, dass die geil waren. Das ist so gepuffter Reis mit Schokolade. Honig, Salz, Mango. Bisschen auch geil. Und das Eis, das jetzt schon gleich geschmolzen ist. Ja, jetzt müssen wir mal los, ne? Ganz wichtig. Was ist das? Sherry? Coca-Cola Cherry. Auf geht's. Bezahlen. Oder auch nicht. So, jetzt testen wir Mettenden. Oder wie nennt man die? Mettenden. Das ist hier ein, ist das eine sauerländische Spezialität? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist bestimmt auch in Hamburg. So. Und dann haben wir genug zu essen heute Abend. Ich bin leicht skeptisch. Das ist ein Mettend-Stück. Sieht so ein bisschen schlachterfettmäßig aus, aber I will try. Noch mit zu viel rohes Fleisch. Nee. Nee, das ist nichts für mich. Ja. Nee. Aber man kann ja nicht alles mögen. Auf so einer Pizza wäre das wahrscheinlich geil, so angebraten oder so. Aber sonst. Pizza! Und ich glaube, ich habe mich mit 45 cm ein bisschen verrechnet. Take a look. Jo. Aber die wird trotzdem vernichtet, würde ich sagen. Hälfte Salami, Hälfte. Ja. Komplett runtergelaufene Quattro Stazione. Ich weiß das gar nicht. Formaggi, 4 Käse. Dazu eine Cola Cherry. Die werde ich jetzt noch schneiden. Und dann werden wir die nicht inhalieren, aber genießen. So. Dann los. Bis zum anderen. War reich, muss ich sagen. Okay. Philipp. In Ordnung? In Ordnung, gut. Captain Philipp. Oder Captain Philips. Philips? Hing das? Captain Philips. Mal gucken. Spannender Film. Okay. Gegen das, Cookies and Cream, Karamell, Brezeln, Nippon, fand ich immer wieder geil, ist auch geil. Und Oreo. Und, was war denn das für ein Kuchen? Schokoladenküchlein mit geschmolzener Schokolade in der Mitte aus der Mikrowelle. Richtig geil von Edeka. Richtig lecker. So, das wird jetzt leer gemacht. Dann gucken wir mal, ob die Piraten gewinnen. Oder ob Captain Phillips gewinnt. Das ist der G und...